hier und treffen Sie Didibo auf Tayos Kanal. Ein anstrengender Tag für Meister Herb. An diesem schönen Morgen wollen wir Meister Herb bei der Arbeit zusehen. Oh, Lokos Schicht fängt gleich an. Guten Morgen, Loco. Hallo, Meister Herb. Guten Morgen. Viel Spaß heute bei der Arbeit. Danke. Bis später dann. Tschüss. Oh. Er fährt ins Industriegebiet. Oh, aber dann. Warte, Loco. Du hast die falschen Güterwagen. Loco! Ach, ich versuch's über Funk. Weit kann er noch nicht sein. Oh nein, mein Tee. Oh, wie ungeschickt. Oh, Herrschaftszeiten. Oh, nein. Oh, ich wollte doch Loco anfunken. Loco? Loco? La la la, la la la. Loco? Loco? Oh, habe ich da gerade etwas gehört? Ich hab mich wohl verhört. Loco? Hallo? Au! Oh je, mein Mikrofon ist anscheinend kaputt. Hallöchen! Was ist los? Ah, Didibo. Diesel, Genie und ich haben frei. Deshalb wollen wir einen schönen Ausflug unternehmen. Ausflug? Oh, in Ordnung. Viel Spaß. Ich hab zu tschüss. Tun. Tschüss. Oh, Meister Herb benimmt sich wirklich eigenartig. Schnell, schnell. Oh, Meister Herb, alles in Ordnung? Das Funkgerät im Kontrollzentrum ist kaputt. Darum gibt's gerade große Probleme. Es ist kaputt? Dann können Sie ja gar nicht die Züge anfunken, die unterwegs sind. Exakt. Und ich muss Loco sagen, dass er die falschen Güterwagen dabei hat. Oh, aber ich kann ihm doch die richtigen bringen. Und was ist mit eurem Ausflug? Das können wir verschieben. Ich bleibe lieber, um Ihnen zu helfen. Du bist meine Rettung, Didibo. Gern! Jetzt muss ich nur noch kurz Genie und Diesel Bescheid sagen. Und los! Oh nein, sein Funkgerät ist kaputt. Ja. Wirklich? Das ist schlecht. Genau. Deshalb möchte ich Meister Herb ein wenig helfen. Fahrt doch ruhig ohne mich. Na gut. Wenn du meinst. Habt Spaß. Bis später. Tschüss. Diesel, ja? Wollen wir nicht auch lieber Meister Herb helfen? Eine gute Idee, Genie. Meister Herb! Ja, was ist los? Didibo hat erzählt, was passiert ist. Und dass ihr Funkgerät kaputt ist. Das stimmt. Theo holt noch ein paar Teile. Es wird noch eine Weile dauern, bis es wieder läuft. Können wir Ihnen da nicht irgendwie helfen? Ja, gern. Ich habe gerade erfahren, dass Sing Sing mitten auf einer Kreuzung feststeckt. Sie steckt fest? Schlimmer noch. Fix und Lift sind gerade im Einsatz und können Sing Sing nicht helfen. Was soll ich machen? Ich könnte Sing Sing doch abholen und dann direkt zur Zugfabrik zurückbringen. Oh, wirklich? Sicher. Bin schon unterwegs. Oh, Genie, vielen Dank. Oh. Master Herb, was mache ich? Was mache ich? Ich möchte auch helfen. Warte ganz kurz, mach Diesel. Diesel? Ja? Manny und Bernie warten am Hafen. Kannst du ein paar Güterwagen zu ihnen bringen? Klar, ich kümmere mich darum. Als Loco die Waren abholen will, fällt ihm auf, dass er die falschen Güterwaggons dabei hat. Loco, diese Wagen können wir gar nicht beladen. Warte bitte kurz. Oh? Ich funk mal Meister Herb an. Okay. Meister Herb? Meister Herb? Meister Herb? Warum antwortet er nicht? Loco! Loco! Hallo! Ich bring dir deine Güterwagen. Wirklich? Dankeschön. Woher wusstest du das überhaupt? Meister Herb hat es mir vorhin gesagt. Echt? Ich habe ihn über Funk nicht erreicht.
Sein Funkgerät ist leider kaputt gegangen. Deshalb helfe ich ihm heute. Wirklich? Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, werde ich ihm auch helfen. Das ist eine tolle Idee. Didipo, Didipo. Mann, was ist los? Oh, als ob ein Zug nicht genug ist. Sing, Sing. Hi, Genie. Ich bring dich zur Fabrik. Warte einen Moment. Danke dir. Genie koppelt sich an Sing Sing und schleppt sie zurück zur Zugfabrik. Tatsächlich? Ja, das Funkgerät ist leider kaputt und Meister Herb konnte Fix nicht erreichen. Deshalb bin ich schnell eingesprungen. Ah, wenn das so ist, werde ich ihm nach meiner Inspektion auch helfen. Mach das! Diesel ist mit den Güterwaggons für Manny und Bernie am Hafen angekommen. Cranny! Oh, hey Diesel! Hast du Manny oder Bernie gesehen? Oh, Manny! Fürchte in Großtöffing! Was, in die Stadt? Ich hab sie wohl verpasst. Ui, ui, ui. Oh nein, Großtöffingen versinkt meinetwegen im Chaos. Oh. Nein, das darf nicht passieren. Diesel eilt zu Hilfe. Diesel transportiert die Ladungen von Manny und Bernie. Meister Herb. Ah, Theo. Ich schau's mir direkt an. Vielen Dank. Die Reparatur wird wohl noch ein Weilchen dauern. Kommen Sie so lange zurecht? Bisher verhältnismäßig gut. Unsere kleinen Züge helfen mir. Das freut mich zu hören. Oh, Felsbrocken sind auf die Gleise gefallen. Die liegen mitten auf Erics Strecke. Wenn ich ihn nicht sofort warne, hat er noch einen Unfall. Unfall? Ich muss mich beeilen. Ich muss es ihm selber sagen. Theo, kümmere dich um das Mikro. Okay, ich tue, was ich kann. Ich leih mir deinen Motorroller. Mein Roller? Danke. Meister Herb rast mit dem Roller los, um Eric zu warnen. Gleich habe ich ihn eingeholt. Eric! Eric! Warum wird der Roller immer langsamer? Oh nein, er hat kein Benzin mehr. Warte, Eric! Die Strecke ist gefährlich! Eric! Ah, ein schöner Tag. Eric! Hallo, Meister Herb. Ist alles in Ordnung? Eric fährt direkt auf einen Haufen Steine zu. Ich muss ihn warnen. Kannst du mich mitnehmen? Ja, los, steigen Sie ein. Eric! Eric! Er kann uns nicht hören. Er ist viel zu weit weg. Na, dann müssen wir halt schneller fahren. Na, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ja. Eric! Oh ja. Wir sind angekommen. Eric! Oh, Entschuldigung. Verzeihung. Eric! Liebe Fahrgäste, wir fahren jetzt weiter. Warte, bleib stehen, Eric. Eric. Meister Herb, was machen Sie denn hier? Ich bin hier, um dich zu warnen. Da vorne auf der Strecke liegen große Felsbrocken auf den Schienen. Du musst heute eine andere Strecke fahren. Danke für den Hinweis. Aber warum sind Sie extra hergekommen? Sie hätten mich doch auch einfach anfunken können. Ich erkläre dir alles später, Eric. Deine Fahrgäste warten. Du solltest besser losfahren. Stimmt. Dann bis später. Bis dann. Puh, das war knapp. Meister Herbs fleißige Helfer fahren in die Stadt zurück. Genie, Diesel! Didipo! Wie war denn euer Ausflug?
Wir haben es uns anders überlegt. Wir wollten lieber Meister Herb helfen. Wie nett von euch. Mir war gar nicht klar, wofür Meister Herb alles verantwortlich ist. Mir auch nicht. Es ist wirklich beeindruckend, was er alles alleine schafft. Das stimmt. Didibo, Genie, Diesel. Oh, Meister Herb. Ist das Funkgerät wieder ganz? Theo hat es repariert. Das sind tolle Neuigkeiten. Hört mal, nur dank euch ist heute alles noch mal gut gegangen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Heute waren meine kleinen Züge ganz große Klasse. Wir waren echt toll. Wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Einer für alle und wir drei für Meister Herb. Ihr seid die Besten. Die kleinen Züge haben sich heute für Meister Herb richtig ins Zeug gelegt. Ihr seid wirklich großartig. Buh, ein Geist! Züge müssen auch nachts arbeiten. Und heute Nacht ist Loco an der Reihe. Hi, Meister Herb! Loco, du hast heute Nachtschicht. Ja, das ist mein erstes Mal und ich bin aufgeregt. Kein Grund zur Aufregung. Mach einfach das, was du sonst immer machst. Alles klar. Du musst langsam los. Bis später, Loco. Tschüss. Es ist echt dunkel. Irgendwie gruselig. Obwohl er sich fürchtet, nimmt Loco all seinen Mut zusammen und macht sich an die Arbeit. Echt gruselig, so allein im Dunkeln. Nein, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich überhaupt nicht. Aber wenn ich mich beeile, bin ich schneller fertig. Was war das? Die Laternen sind ausgegangen. Oh nein, Loco ist von den Gleisen gestürzt. Hilfe! Am nächsten Morgen. Loco! Didibo, wie geht's dir? Was ist gestern passiert? Ich hatte einen Unfall, weil ich vor Angst zu schnell gefahren bin. Du Ärmster! Das Schlimmste ist, dass ich morgen wieder Nachtschicht hab. Oh je. Und ich hab solche Angst im Dunkeln. Danny könnte dich doch begleiten. Danny? Wer ist denn Danny? Danny inspiziert die Gleise. Und das macht er nachts. Ihr könntet doch vielleicht gemeinsam arbeiten. Ich kann ihn dir vorstellen. Okay. Immer mir nach. Okay. Da ist er ja. Danny kommt gerade aus der Zugwaschanlage. Ah, wie erfrischend. Oh. Danny! Hey, Didibo. Hallo. Hallo. Oh, haben wir einen neuen Zug? Ja, das ist Loco. Hallo, Danny. Willkommen. Kann ich euch beiden irgendwie helfen? Ja. Loco fürchtet sich vor der Nachtschicht. Du kannst ihm bestimmt helfen, deshalb habe ich ihn hergebracht. Ja, hilfst du mir bitte? Ich helfe doch gern, natürlich. Danke, Danny. Hey, bereit für deine Strecke? Moment, warte. Was ist denn? Ich hab Angst. Hast du denn keine Angst im Dunkeln? Nein. Warum sollte ich denn? Wow. Wie schaffst du das? Ich muss nachts die Gleise überprüfen. Oh. Die Schienen sind verbogen. Das muss ich gleich mal Theo melden. Theo. Ich höre, Danny. Die Schienen in Richtung Hafen sind verbogen. Verstanden. Ich werde mich sofort darum kümmern. Okay. Weißt du, Loco, Gleise können nur überprüft werden, wenn keine Züge fahren. Das geht nur nachts. Du arbeitest im Dunkeln ganz allein? Ich hab mich auch gefürchtet, aber dann hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Mach dir also überhaupt keine Sorgen. Ja. Loco begleitet Danny während seiner Nachtschicht. Es ist so dunkel, ich hab echt Angst. Ja. Loco, lass uns doch was singen. Singen? Ja, wenn man ein fröhliches Lied singt, vertreibt es die Angst. Als ob. Komm schon.
Tackatöff-töff, tack-tackatöff-töff. Glücklich, glücklich, so überglücklich. Bist du glücklich, Tackatöff-töff, sing ganz laut mit mir. Tackatöff-töff, tack-tackatöff-töff. Glücklich, glücklich, so überglücklich. Bist du glücklich, Tackatöff-töff, sing ganz laut mit mir. Hat es geholfen? Hm? Ich hab jetzt gar keine Angst mehr. Oh, da sind ja gar keine Laternen. Es ist so dunkel. Denk einfach an etwas richtig Schönes. Denk zum Beispiel an deine Freunde. Da fällt mir doch bestimmt was ein. Guck mal, Blumen in allen Farben. So schön. Wir haben mal einen Ausflug gemacht. Das war richtig toll. Na siehst du, du hast keine Angst. Stimmt. Du hast recht. Sag ich doch. Man kann seine Ängste immer überwinden. Oh, Loco, halt doch mal kurz an. Und warum? Psst. Hör zu und schließ die Augen. Hä? Wow, was ist das für ein Geräusch? Das sind Heuschrecken. Nachts kann man sie am besten hören. Das ist wunderschön. Schau doch mal nach oben. Oben? Was soll denn da sein? Schau genau hin. Wow, so viele Sterne. Schön, oder? Ja, total. Die Nacht ist ja wunderschön. Schaffst du die Nachtschicht jetzt allein? Allein? Ich weiß nicht. Ich finde es nachts echt gruselig. Wenn das so ist, komme ich morgen einfach mal mit dir mit. Oh, echt? Das ist so lieb. Aber gerne doch. Wir sind doch Freunde. Wir sind Freunde? Aber natürlich. Oh ja, das sind wir. Titipo, Titipo. Loco! Oh, Danny. Du bist früh dran. Meine Schicht fängt doch erst später an. Ich weiß. Es tut mir so leid, aber ich kann heute einfach nicht mitkommen. Entschuldige. Was? Ernsthaft? Ich schaff das nicht. Denk einfach an meine Ratschläge. Dann schaffst du das auch ganz allein. Danke, Danny. Am Abend beginnt Lokos nächste Nachtschicht. Wir sehen uns, wenn du fertig bist, Loco. Okay. Das ist wirklich dichter Nebel. Wenn ich mache, was Danny mir gezeigt hat, habe ich keine Angst. Auf geht's! Danny ist schon fleißig bei der Arbeit. Uff, das war's. Ich frag mich, wie Loco sich heute schlägt. Und dann auch noch der Nebel. Ich werde mal nach ihm schauen. Oh, der Nebel wird immer dichter. Ich kann kaum noch was sehen. Nein, ich habe keinen Treibstoff mehr. In der Eile habe ich wohl vergessen nachzutanken. Oh, ein anderer Zug. Ich brauche Hilfe. Hier drüben. Nachdem er beladen wurde, fährt Loco weiter. Dunkel, neblig, aber gar nicht gruselig, glücklich, glücklich, so überglücklich. Singen hilft mir diesmal überhaupt gar nicht. Ah, ich kann aber an meine Freunde denken. Tackatöff-töff, tack-tackatöff-töff. Bist du glücklich, tackatöff-töff, sing ganz laut mit mir. Tackatöff-töff, tack-tackatöff-töff. Wow. So viele Sterne! Loco, wir sind doch Freunde! Ich brauch Hilfe! Oh, was war das denn? Was war das? Ich brauch Hilfe! Oh nein, dein Geist! Bitte, ich brauch Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Bitte, ich brauch Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Bitte, hilf mir! Hä? Das ist doch Danny! Hier drüben! Oh, er ist bestimmt in Gefahr. Er wird von einem Geist verfolgt. Du
bist ganz allein. Keiner kann dir helfen. Nein! Hilfe! Bring mich zurück! Oh, bitte lass mich wieder runter! Jetzt kommst du mit mir nach Geistertöffingen. Ich will da aber nicht hin. Bring mich zurück! Hilfe! Danny war da, als ich Hilfe brauchte. Danny, ich werde dich auf keinen Fall im Stich lassen. Ich werde dich retten. Lass Danny in Ruhe, du fieser Geisterzug. Danny ist mein Freund und du bekommst ihn nie. Oh, Loco? Loco! Danny, wo ist der Geisterzug? Was? Der Geisterzug? Der Geisterzug wollte dich gerade entführen und du brauchtest dringend Hilfe. Ich brauche Hilfe, weil ich keinen Treibstoff mehr habe. Aber der Geisterzug war doch hier. Ah, in dem Nebel hast du mich mit einem Geist verwechselt. Da war kein Geist. Ich dachte, da wäre ein Geisterzug. Da bin ich aber erleichtert. Loco schleppt Danny nach Großtöffingen, damit er wieder betankt werden kann. Loco, weißt du was? Du hast deine Angst überwunden, um mich zu retten. Ja, der Geisterzug sollte dich nicht einfach so mitnehmen. Ich hatte große Angst, aber dafür sind Freunde da. Loco, du bist wirklich mutig. Du hättest mir auch geholfen. Ich glaube, ich schaffe meine Nachtschichten jetzt allein. Sicher? Hundertprozentig. Loco hat seine Angst überwunden, um seinem Freund zu helfen. Gut gemacht, Loco. Immer schön sauber bleiben. Genie fährt zur Inspektion in die Zugfabrik. Oh, da ist ja Diesel. Hallo, Genie. Du stinkst! Diesel, warum bist du so schmutzig? So schlimm ist es doch gar nicht. Aber was machst du hier? Ich muss zur Inspektion. Und du? Probleme mit dem Motor. Aber Theo hat es hinbekommen. Gut zu hören. So, ich muss zur Arbeit. Na gut. Tschüss, Diesel. Bis später. Hallo, Theo. Hm? Oh, hallo, Genie. Oh, dein Overall. Oh, das habe ich wohl von Diesel abbekommen. Ach, um ihn mache ich mir wirklich große Sorgen. Sorgen? Geht's ihm nicht gut? Nicht wirklich, aber er fällt mir immer wieder aus, weil er sich nicht wäscht. Weil er sich nicht wäscht? Er fällt ständig aus, weil er sich nicht so wie du regelmäßig wäscht. Oh. Genie macht sich Sorgen um ihren Freund Diesel. Bin wieder da. Oh, hallo, Diesel. Hallo. Gewaschen, oder? Warum? Du bist noch voller Dreck. Vielleicht ist dir das nicht bewusst, aber Güterzüge sind halt so dreckig. Hallo, Leute! Hallo, Loco! Hallo, mein Freund! Und warum ist Loco dann so sauber? Wie auch immer. Ich bin müde, ich wasche mich morgen. Was? Gehst du etwa so schlafen? Er fällt ständig aus, weil er sich nicht so wie du regelmäßig wäscht. Er muss sich waschen. Diesel, fahr endlich in die Waschanlage. Keine Chance. Dann fahr ich dir so lange hinterher, bis du es tust. Diesel, du solltest dich lieber jetzt noch waschen. Aber ich bin müde. Gut, ich fahr mich waschen. Ab jetzt sorge ich dafür, dass er sich wäscht, damit er nicht mehr ausfällt. Es ist der nächste Morgen. Diesel schläft noch tief und fest. Diesel! Fahren wir uns waschen! Ich will aber nicht. Als würde ich einfach so aufgeben. Los. Wohin bringt Genie den schlafenden Diesel nur? Na klar, in die Zugwaschanlage.
Ginny! Es ist heiß! Bin wieder da! Diesel! Du hast frei, oder? Wollen wir mal was Lustiges machen? Klingt gut. Wohin geht's? Folge mir, dann wirst du es sehen. Ich freue mich. Das macht gar keinen Spaß. Leise, leise. Puh, sie ist noch unterwegs. Ich muss mich nicht waschen. Diesel, vorm Schlafen gehen musst du dich waschen. Oh nein! Es ist der nächste Morgen. Da sind auch schon Didibo und Diesel. Diesel, guten Morgen! Morgen. Didibo, hast du Genie schon irgendwo gesehen? Sie ist auf der Arbeit. Warum? Genie zwingt mich dazu, ständig in die Waschanlage zu fahren. Ich halte das nicht mehr aus. Warum zwingt sie dich? Keine Ahnung. Ich werde ein für alle Mal dafür sorgen, dass Genie aufhört. Diesel? Was genau hat Diesel vor? Diesel! Didibo! Brauchst du eine Wäsche? Ich nämlich auch! Warte, fahr nicht da rein! Warum? Hallo, ihr zwei! Hallo, Genie. Komm hier lang. Ich mach dir Platz. Oh, vielen Dank, Diesel. Oh, was ist so lustig? Ich habe an der Anlage gebastelt. Wer ist denn da so schmutzig? Jetzt bekommt sie alles zurück. Was? Ich will unbedingt ihr Gesicht dabei sehen. Oh, arme Genie. Schau, da kommt sie. So erfrischend. Warum ist sie nicht schmutzig? Bis später dann. Mhm. Bis dann, Genie. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Na, mal sehen. Warum hat das nicht funktioniert? Was habe ich denn bloß übersehen? Diesel! Diesel, alles in Ordnung? Genie, das nächste Mal bist du aber dran. Diesel, lass es lieber sein. Didibo, Didibo. Nach der Arbeit fährt Diesel zurück in die Stadt. Oh, da ist ja Genie. Willkommen zurück. Ach, eine Matschpfütze. Ich sehe es direkt vor mir. Hoppla, du hast da was. Die Rache ist mein. Gut gemacht, Genie. Danke. Oh? Dann bis morgen, Meister Herb. Ruh dich schön aus. Oh nein! Oh, Diesel! Diesel? Ja? Du solltest nie auf einen Bahnsteig zurasen. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Es tut mir sehr leid. Ich will mich nicht immer zu wiederholen. Meister Herb schimpft noch bis zum nächsten Morgen mit Diesel. Es ist soweit. Der Tag ist gekommen. Diesel, was machst du schon auf den Gleisen? Du hast doch heute frei. Ich weiß, aber Genie schaut sich die Blumen bei den Schafen an. Ja, und? Heute ist es endlich soweit. Ich werde mich rächen. Wir sehen uns dann. Diesel! Wo steckt sie denn nur? Oh, da ist sie ja. Oh, es ist so schwer. Diesel! Sieht nach Arbeit aus. Ja. Mir geht's schlecht. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Oh, du Armer. Du solltest dich besser ausruhen. Aber meine Lieferung. Ich schaff das nicht alleine. Genie, würdest du mich bitte anschieben? Ja, klar doch. Gerne.
Und los geht's. Aha. Und hey. Oh. Was ist das? Oh, tut mir so leid. Alles gut? Ja, alles gut, Diesel. Da bin ich aber erleichtert. Oh, guck mal, mir geht's gleich viel besser. Wir sehen uns später. Tschüss. Oh, Diesel. Der hab ich's gezeigt. Oh. Was ist los? Das kann doch nicht wahr sein. Diesel! Oh. Was ist denn los? Ich glaube, mein Motor ist wieder kaputt. Oh, was? Echt? Warte kurz hier. Diesel, oh. Häng dich an mich dran. Ich schlepp dich zur Zugfabrik. Wirklich? Aber musst du dich nicht vorher noch waschen? Das kann ruhig warten. Erstmal brauchst du Hilfe. Ich dachte, dass Schmutz für dich das Allerschlimmste ist. Hast du mich nicht deshalb zum Waschen gezwungen? Ah, weißt du, Theo meinte, dass du immer ausfällst, weil du dich nie wäschst. Ich wollte dir nur helfen. Echt wahr? Oh. Was ist denn? Naja, ich dachte, dass du mich nicht magst und absichtlich ärgerst. Das wollte ich dir heimzahlen und deswegen habe ich auch den Dünger auf dich geworfen. Was? Es tut mir wirklich leid. Ich wusste doch nicht, dass du mir helfen wolltest. Kannst du mir verzeihen? Wenn du dich regelmäßig wäschst, dann verzeih ich dir. Gut, von jetzt an wasche ich mich täglich. Danke, Genie. Jetzt aber mal ganz schnell zu Theo. Hep. Am nächsten Tag. Hallo, ihr zwei. Wow, Diesel, du glänzt ja richtig. Ja, ich bin offiziell der sauberste Zug von allen. Dann wirst du auch sicher nicht mehr so oft ausfallen. Genau, weil ich der Allersauberste bin. Oh, was stinkt denn hier so? Oh! Hm. Oh! Das riecht aber sehr nach dem Düngemittel von gestern. Oh, was? Jemand muss in die Waschanlage. Aber ich war schon zweimal. Ich weiß ja nicht. Ich riech's immer noch. Oh, Dittibo, du solltest dich auch wieder waschen. Wie? Aber ich hab mich gerade erst gewaschen. Das reicht aber nicht. Wir müssen immer blitzeblank sein. Diesel. Dank Genie ist Diesel jetzt ein strahlend sauberer Zug. Weiter so, Diesel. Über die Brücke und schnell in den Tunnel. Fahren durch den Wald, Vögel singen. Tweet, 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 tweet. Und wir fahren wieder. Durch
durch einen Wald mit singenden Vögeln, über die Berge, schnell durch die Täler. Dann zum Schneegipfel. Verlassen den Schnee, die tanzenden Männer, weiter zum Wasser, schau mal der Ozean. Fahren im Dschungel, Dschungel, Krokodile. Grr, 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 grr. Wow! Verlassen den Dschungel, dann über den Ozean, durch die hohen Berge, schneller und schneller. Yeah, wir sind wieder zu Hause. Dili, di, 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 di,